Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von 7 Days to Die Alpha 16. Ich bin der Dave, mit dabei ist der Lutetze. Hallo. Wir haben uns durch das zerstörte Gebiet gearbeitet. Ich habe mir einen Knochenbruch zugezogen, wir haben uns gefunden, Hunde sind tot und wir werden jetzt diese Hütte da übernehmen. Genau. Ne? So ist der Plan. Sieht auf jeden Fall interessant aus, die Position, auch wenn sie, glaube ich, nicht ideal ist. Naja, ist jetzt so für die erste Nacht vielleicht. Ja, wir müssen uns, ist ja schon 18 Uhr fast, ne? Und mit dem Knochenbruch komme ich auch nicht mehr so weit. Mais. Na, kann ich später einsammeln. Helf mir bloß nicht mit dem Zombie. Was für ein Zombie? Hund! Hund! Du schaffst das mit dem Horn? Nein. Ich bin mit einem Zombie beschäftigt, sonst würde ich dir helfen. Vielleicht war die Hütte doch nicht die beste Idee. Und tot. Ach du Kacke. Wie weit bist du jetzt weg? Na, da wo ich den Rucksack gelegt habe, auf der Straße. In den Schlafsack meinst du? Ja. Ich schlaf's auch, ja. Ich weiß gar nicht, wie du an diesen Zombies allen vorbeirennen konntest, ohne die zu sehen. Rückwärts. Ach, verdammt. Ja, um die Zombies wollte ich mich halt nicht kümmern. Ich wollte zum Haus, weißt du? Spawn on my bed. Und jetzt muss ich unbewaffnet nochmal quer durch das. ja. Hättest du mal noch eine gelegt. Damn it. Aber das erinnert mich daran, dass ich vielleicht auch noch einen legen sollte. Mach das mal ruhig. Wenn da jetzt die Hunde rumrennen. Aber das ist auch noch genau im verbrannten Gebiet, oder dieses Haus? Oder zumindest auf der Grenze. Ja, leider. Ach, und da hinten ist irgendeine kleine Stadt oder sowas. Ja. Oder ist Trader? Ne, ich glaube, das ist eine City. Also, ein Dorf. Ah, so ein Dorf. Ich guck mal, ob ich hier querfeldein jetzt hinkomme. Ich warte mal auf dich, weil ich glaube, es macht keinen Sinn jetzt. Was waren da, zwei Hunde oder so? Ein Hund, ein Wolf. Beide habe ich schon angekratzt. Hund müsste mit ein... maximal zwei Pfeile getötet sein, den hatte ich auf jeden Fall getroffen. Wenn ich vorher nicht tot bin. Wo bist du denn begegnet? Ich bin von da, wo wir losgegangen sind, direkt auf das Haus zu und dann kam ja, hinter mir der... Ich sehe den Wolf. Ja, da muss auch irgendwo dann der Hund da sein. Dem habe ich meiner Meinung nach auch einmal einen Kopftreffer verpassen können. Kann ich mir einen Bow machen? Ja, kann man ich. Trifft aber seit der Alpha 16 nichts mehr. Das ist irgendwie... Zumindest ich. Wie das andere machen, weiß ich nicht. Ein bisschen Holz, ein bisschen Holz. Ich habe ihn getroffen, aber er sieht mich nicht. Das ist gut. Er läuft ein bisschen verwirrt durch die Gegend und sucht. Immer diese Noob-Wölfe. Kannst du mal ein bisschen weniger rumrennen für das Spiel? Müssten hier im zerstörten Gebiet nicht eigentlich überall kleine Steine rumliegen? Nee, das war auch mein Problem. Oh. Kannst du mal aufhören, wie so ein Verrückter durch die Gegend zu rennen? Ich treffe dich doch sonst nicht. Jetzt habe ich auch ein paar Steine. Kann ich mir fast noch eine Stone Axe machen. Boah. Ich hoffe, das Gebell war bei dir. Nee. Okay, ich bin undetected. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schlecht.
Und dann Munition. Kann ich genau einen Pfeil machen, ne? Ja. Wieso kann ich... Ach, ich habe kein Holz. Es wird dunkel. Verdammt. Verdammte Axt. Tja. Profis am Werk hier, ja. Na, ich hoffe, der Rolf hat... Willst du mich verarschen? Eine Mine? Ich habe gerade 50% Health verloren, weil da eine Candy-Mine auf dem Boden lag. Schön. Kann ja nicht wahr sein. So muss das sein. Alter. Hast du auch schon einen Beinbruch? Nee, das habe ich mir erspart. So. Was ist denn jetzt der Wolf hin? Wahrscheinlich steht er gleich vor mir. Also, ich sehe einen Wolf an meinem Rucksack. Versuchen gerade zu treffen. Treffer. Ah, ja. Ich sehe euch beide. Ich habe ihn am Kopf erwischt. Ich habe nochmal erwischt. Mehr. Ja. Wo ist er denn jetzt? Irgendwas getroffen, ich weiß aber nicht was. Schnell mal einen Pfeil machen. Reload. Wo ist er denn? Ach, keine Ahnung, ich treffe ihn nicht. Ich sehe ihn, glaube ich, aber ich treffe ihn nicht. Ach, da oben. Der hängt da irgendwie, aber ich habe auch keine Pfeile mehr. Geil. Das war ein Treffer auf jeden Fall. Ich muss mir mal hier schnell ein paar Steine farmen. Hast du dir schon einen Schlafsack hier hingelegt? Naja, aber ist eine gute Idee. Sonst stirbst du gleich wieder und dann ist es vorbei. Level up! Ich habe keine Federn mehr. Was war nochmal der Skill, um mit den Konstruktionstools was abzubauen? Ach, keine Ahnung, aber wir müssen uns mal beeilen, weil es ist gleich 22 Uhr. Und da ist noch ein Zombie und ein Wolf und wir sind langsam beim Haus. Craften. Soll ich jetzt noch versuchen, den Wolf im Nahkampf durchzuschlagen? So, ich bin da und ich habe Pfeile. Wo bist du? Du bist unsichtbar. Ich hockte gerade rechts neben dir. Achso. Ich glaube, der ist tot. Nee. Ich treffe nämlich nur den Boden, glaube ich, weil ich durch ihn durchschieße. Ich greife den jetzt im Nahkampf an. Ja, also ich treffe die ganze Zeit nur den Boden, wenn ich ihn schieße. Nee. Der ist verpackt. Jetzt ist er weg. Aber ich sehe dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich muss mir mal gleich irgendwas für den Kopf machen. Dann ziehe ich was an. Das ist ein Kriecher, pass auf. Ja. So, der ist endlich durch. Ah, der hat auch was zum Anziehen dabei, alles klar, tragen. So, jetzt müsstest du mich wieder sehen können. Ja, ich sehe dich. Hast du deinen Rucksack? Der liegt hier. Kannst du den Rest aufnehmen, der da im Rucksack noch drin ist? Wenn ich den Zombie vorher erschlagen darf. Denk dran, hinter dir ist auch noch ein Zombie, ne? Nee, aber den habe ich nicht registriert. Na, dann ist ja gut. Und ich habe keine Pfeile mehr. Ja, da hat mir ja voll einer eingeschränkt. So, anziehen. Anziehen, Platz im Inventar. Alles einstecken.
Und jetzt bin ich da. Ach, zu spät. So, Warte, den Bogen brauche ich nicht mehr. Ach, hast du schon, okay. Habe ich gehört. Schaffen wir das Haus noch zu clearen in einer Stunde? Wenn nur noch ein paar... Was brauche ich denn? Ich brauche Holz. Dann kann ich Pfeile machen. Holz habe ich noch 60. Dann brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir das Haus noch leeren können in einer in weniger als einer Stunde. Wir könnten maximal jetzt noch eine Schaufel machen, uns versuchen runterzugraben und einen Frame oben draufsetzen. Ich glaube, das ist das Klügste, was wir machen können in 40 Minuten. Okay, dann... Hast du eigentlich Steine? Ich habe 24 Steine. Nicht viel. Na, ich glaube, da sollten wir uns lieber einen Ressourcenstein suchen. Ja, ich glaube, wir sollten anfangen zu graben. Ja, das auch. Ich habe nur keinen Platz im Inventar, um eine Schaufel zu machen. Warte. Schaufel. Ach, ich könnte ja auch die Stone Axe hier recyceln, die braucht ja kein Mensch. So, Schaufel liegt. Schaufel liegt, das kann weg. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Wo graben wir? Hier irgendwo. Ich habe hier schon so ein bisschen angefangen. Dann müsstest du einen Frame machen. Oh, 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 Friendly Fire, Friendly Fire! Warte, lass mich raus aus dem Loch. Ah, danke. Bin auf 30 HP runter. Oh, Scheiße. T-Fall. Ja, ich grab ja schon. Wie tief muss ich denn noch? Guck ich noch raus? So müsste okay sein. Ich habe einen Holzrahmen hier, den ich setzen kann. Das ist gut. Ich fall dir mal jetzt auf den Kopf und dann. Aber ich kann ihn nicht setzen, wenn du über bist. Ich bin jetzt unter dir. Sehr gut. Nicht schlagen. So. Sehr zu. Gut. Also ich bin in der Hocke unter dir. Sehr schön. Warte ich. So. Jetzt ist dunkel. Jetzt ist dunkel. Sehr schön. Zwei Holzrahmen über uns. Perfekte Verteidigung. Gut, also ich kann ja schon mal sagen, dass ich hier den schlechten Mechaniker genommen habe, um mit der Stone Axe mehr Sachen rauszubekommen. Bitte nicht bewegen, ich grab gerade. Okay. Hast du eine Fackel? Ja, ich wollte gerade sagen, es wird ja mach so... Mach die Fackel an. Ich mach mal eine Fackel an. Ich hoffe, du verbrennst jetzt nicht. Nee. Dann ist gut. Das ist schön, wie ich dir auf den Arsch gucke. Ah, so ist er. Kann ich ja glatt aufstehen. Ja. Mann, 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 Mann. Ja, wir können von mir aus auch hier in dem Loch überleben. Nee, hier gibt's nichts zu essen. Hm, Alter, du pflanzt deine Kaffeebohnen an. Unterirdische. Ja. Es ist dunkel. Ah, es ist dunkel. Ja, ich habe was gegessen, entschuldige. Achso, ich glaube, das müsste ich wahrscheinlich auch bald mal. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass die das nicht in der Standardanzeige irgendwo zeigen. Da.
Hier ist übrigens dein Landclaim-Block. Es ist nur so ein Klumpen. Das Ding scrappen wir mal. Pistol Parts Qualität 37 kann ich ja auch gleich scrappen. Dann mache ich einfach mal ein bisschen Platz im Inventar. Die Nägel brauche ich nicht, kann man scrappen. So. Ansonsten habe ich Seeds. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Heiß ist mir. Stimmt wegen der Jacke. Kann ich die scrappen? Ja, kann ich. So. Oder du baust dir noch so ein Cowboy-Hut. Ja, wahrscheinlich müsste ich meinen Cowboy-Hut machen. Cowboy-Hut Craft. Mach nicht zu viel, nicht dass die irgendwas jetzt hier einstürzt, bitte. Ach. So schnell stürzt das nicht ein. Mhm. Das ist alles Erde hier drumherum. So, Handschuhe und Schuhe behalte ich mal. Den Rest habe ich jetzt wieder gescrappt. Skrisch, Krasch, Greppen. Schaufel haben wir auch noch. Hast du noch Steine? 34 Stück hätte ich noch. Kannst du mir... Wie viel brauche ich denn für das Lagerfeuer? 5 brauche ich. Das sollten wir gerade so hinkriegen. Hier hast du 8. Basic House Tools. Wood Frames. 3 Stück. Craft. Tada! Heißt, du bist mit deiner Quest schon weiter, ja? Jetzt muss ich den Trader finden. Kannst mir auch eine der beiden Fackeln geben, dann kann ich auch Licht machen. Ja, warte, ich könnte ja die Fackel auch einfach hier irgendwo anbringen. Dann ist wenigstens so ein Möchtegern-Licht. Ja, Möchtegern-Licht trifft's ganz gut. So. Hüpfen wir da hoch, dann kann ich da noch den Frame setzen. Ja, warte, da haben wir noch ein Loch. Oder so. Jetzt müsste es gehen, oder? Ich guck mal, nee. Deine Füße sind im Weg. Kannst du einfach hier aufs Holz hüpfen kurz. Genau, so. Und dann... Tada! Ist das nicht eine schöne Höhle, die wir... Ja, wir sind cool, wir sind krass. Dann kann ich mir auch noch ein Campfire machen, Craft. Großartig. Soll ich das gleich daneben setzen oder sollen wir das ins Haus stellen? Oder bauen wir gleich oben eine richtige Base? Oder wir können auch einfach eine richtige Höhle bauen. Oder bauen wir das hier aus und machen hier nur eine Treppe nach oben mit einer Klappe? Von mir aus können wir das machen. Na, dann machen wir das doch. Die Frage ist nur, wir waren an einem Berg, ne? So, wir müssten entweder tiefer, weil ich weiß nicht, wie weit wir an die Seite können. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir suchen uns einfach einen schöneren Platz gleich. Wir sind auch zu dicht an diesem verbrannten Gebiet, da sind nicht zu viele. Wenn die Hundehorden kommen. Muss ja nicht sein, nachts um Hund zu begegnen. Naja, nee. So, dann kann ich ja mal gleich noch versuchen, mir Pfeile zu machen. So. Hunger war, glaube ich. Ne? Kann man noch Charred Meat mit dem Steak machen? Ja, kann man. Oh, warte mal. Hattest du nicht einen Kochtopf? Wir haben einen Kochtopf, ja. Pack den mal da rein. Kochtopf ist drin. Achso, warte, ich habe auch noch Eier. Ja, geben Sie mir mal die Eier. Ich lege die Eier in den Output. Okay.
Normales Fleisch hattest du ja nicht, ne? Nee. 7-mal Bacon and Eggs. Sehr schön. Nur zu trinken habe ich nichts. Ja. Dafür habe ich Nicoles Schatzkarte. Water ist auch bei mir relativ low mit 35. Möchtest du ein Boneschiff haben? Mach mal aus. Du bist versteckt? Ich bin versteckt, ja. Ich habe da gerade irgendwas kreischen hören über uns. Ja, ja, ich auch. Ja, ich höre es immer noch. Das wird interessant beim Wiederhocharbeiten. Ein Boneschiff hast du noch, was du irgendwie sagen wollen? Ich habe ein Boneschiff. Möchtest du ein Boneschiff? Ja, möchte ich. Recipes, Boneschiff, Craft. Liegt. Was macht denn solche Geräusche? Das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich würde sagen, das ist ein Crasher. Crasherin. Das kann sein. So, wir haben es 1 Uhr, wir sind bei 22 Minuten und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken, lasst uns einen Daumen hoch da, ob euch unsere Erdhöhle gefällt, ja oder nein, und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.